Einen wunderschönen guten Morgen hier auf meinem wunderschönen Kanal. Irgendwann im letzten Jahrtausend hat man mich mal auf den Namen Maverick getauft. Und wir wollen hier ein wenig gemeinsam Fallout 3 spielen, sind auch schon mittendrin, sind gerade in der Traumkammer, die uns jetzt in die Simulation nach Alaska schickt. Lassen wir uns mal überraschen, was in Alaska so auf uns wartet. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und ich würde sagen, auf ins Abenteuer! Klippen von Anchorage. Das war ein böser Sturz, als ich ihr Fallschirm Jetzt sag verhedderte, nicht, hab ich ich bin sie immer noch gerettet. abhängig. Nein, oder? Mies Scheiße. aus. Oh. Ich hoffe, die anderen haben es geschafft. Ich glaube nicht, dass uns die Patrouille gesehen hat, wie wir reinkamen. Das Überraschungsmoment ist noch auf unserer Seite. Sie haben noch ihr ganzes Gerät. Also ist es ihre Entscheidung. Sie können reinschleichen oder im Kuchen. Ja, was habe ich denn noch? Ich verstehe zwar kein Wort von dem, was er sagt, aber... Wie geplant drinnen am Treffpunkt. Danach jagen wir diese Artilleriegeschütze zum Teufel. Passen Sie auf. Die Roten hier oben sind alles andere als zimperlich. Viel Glück. Okay, das war nicht richtig. Achso, die Chinesen lösen sich einfach auf, oder was? So. Machen wir ein bisschen hier, Oh, super. Boah! Jetzt aber. Irgendwie, ja. Schade, dass meine blöde Dings noch da ist, meine Abhängigkeit, aber gut.
Also meine Redaway-Sucht, dass ich die nicht losgeworden bin. Mit dieser Simulation. Finde ich ein bisschen komisch, aber gut. Messer! Messer! Schmacht dich Messer! Schmacht dich nochmal Messer! Gibt's hier eigentlich Punkte jetzt auch? Ja, gibt es. Gut, EP gibt's, das ist schon mal gut. Ja, wohl noch schöner, wenn er jetzt sagt, nein, das ist nur eine Simulation, hier gibt's keine EP. Was ist denn da oben, Hörnis? Da unten ist gerade ein Chinese aufgetaucht, oder? Ah ne, war nur der Felsen hier, okay. Ist so aus, als wenn da ein Chinese aufgetaucht wäre. Ein Stealth Boy! Könnte ich mich ja gleich mal irgendwo durchstealthen. Kannst hier echt nicht die Luft anhalten, ne? Oder geht das? Ich glaube nicht. Oh, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Es ist so ein bisschen so Call of Fallout hier jetzt gerade, ne? So ein bisschen so, ja, du bist jetzt der Kommando, du musst hier jetzt dich hier durchkämpfen. Pff, ja. Verdammt. Die hat gesessen. War hier nicht wieder so ein rotes Ding? Was ist hier? Gauss-Gewehr, ja, nie ist klar. Ach, und ein chinesisches Sturmgewehr. Und Mikrofusionszellen. Jetzt läuft das hier. Ei, der ist aber richtig schnell, der Kerl. Naja. Okay, das macht man also mit dem Gaussgewehr, alles klar. '81, die ich draußen hatte, waren stärker. Ach, er schon wieder. Verdammt, an diesem Ort. Oh ja. Schön. Schön, 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 sehr schön, sehr schön. Ja, ja, in der Nähe dieser Dings da sind die Geschütze. Ja, ja, schon klar. Toter Kommunist ist ein guter.
wir jetzt auch hin. Ja, mit dem Skill erstmal hoch genug bist du, das ist alles gar kein Problem mehr hier. Und tschüss. Kaffee. Tassen. Tonnenweise. Okay. Ach guck mal, meine Dietriche, die habe ich mitgebracht. Ah, guck mal, ist das nicht gut? US Air Force Kopierautomat. Die Chinesen haben US Air Force. Ah, schön. Okay, und jetzt? Habe ich. Irgendwas mit Entschlüsselung. Okay, okay, okay. Gut. Wieder rüber oder was? Und dann? Noch da weiter? Weiß es nicht. Wo geht's denn da hinten noch hin? Da laufen wir jetzt mal hin. Würde ich mal so sagen. Ah, das ist also Alaska. Okay, die Klippen von Anchorage. Tschüss, chinesischer Soldat. Der war schon tot, okay. Den übernehme ich. Da drüben, da drüben. Schnapp's euch. Sehr schön. Zack. Gemessert. Property US Army. Ja, so ein Schild, das muss man hier so hinstellen, weil wir kommen ständig Zivilisten vorbei. Quasi im Minutentakt. Erst gestern mussten wir wieder einen Zivilisten hier raus befördern. Also es ist echt... Du hast hier quasi, also... Die lassen dir keine Ruhe, lassen die dir. Katastrophe ist das hier. Ups, scheiße. Hoffentlich muss ich jetzt nicht wieder ganz hinten anfangen. Lief zu gut, da guckt man halt nicht mal nach. Wo kommen wir jetzt wieder raus? Okay, hier sind wir jetzt. Da sind wir gerade, da waren wir gerade drin, ja. Aber das geht ja noch, ist nicht ganz so weit, ne? Ne. Zwei unten, zwei oben, weg ist er. Schnappt sie euch. Den übernehme ich. Okay, dann mach das mal.
Warum schießt er nochmal auf den Toten? Ineffizienter Vollspaten. Eine von 10 Info. Scheiße. Mal gespannt, ob ich alle Informationen finde. Holoband lebe wohl. Bestimmt einer einen Holoband aufgenommen für seine. Anfang des Audioprotokolls. Hier spricht Captain Zachary Lloyd, US-Armee. Alaska. Seit 2 Stunden ungefähr greifen uns die Chinesen an. Von überall her krachen Geschütze auf uns ein. Die ganze Basis wird verschifft und bombardiert. Denen ist es egal, wen sie treffen. Alles weist darauf hin, dass sie sogar mehr von den ihren als den unseren getötet haben. Ihre eigenen Soldaten sind denen offenbar vollkommen egal. Wenn es so weitergeht, haben wir in weniger als einer Stunde nur mehr einen Friedhof hier. Dann rücken die Chinesen ein und schlagen ihre Zelte auf. Gott stehe uns bei. Gott stehe Amerika bei. Naja, sonst komme ich da oben wieder raus, ne? Vermute ich mal. Wenn ich hier reingehe, komme ich bestimmt da oben wieder raus. Sehr schön. Das Ding sind wir los. Ein Chinese. Macht man mit Chinesen kaputt. So. So, langsam mal verzeihen. Langsam müsste ich mal Level. Bisschen nachgelassen. Ich bin nicht mehr besoffen. Ja, hast du? Ach du Scheiße. Es macht Sinn, die Verteidigung so aufzubauen, dass die Angreifer von vorne da reinlaufen können. Caution, high decibels. Use protective headwear. Headgear. Okay. Machen wir. Gut, was haben wir hier noch? Nichts. Hat er gesagt, küss mich mal, Mechanaut? Hier, da küsst ich meine Granate. Beziehungsweise meine, was ist es denn? Wie heißt das denn? Meine Gauss Rifle. Die ist nämlich voll der Bumsi. Klatsch, weg ist er. So muss das. Oh, da kommt noch einer. Wenn ich muss.
chinesischen Mauer zurück. Die chinesische Mauer ist auf der anderen Seite von China, du Kartoffel. Da brauchen wir nicht bis hin. Aber ist okay. Ich bräuchte langsam mal wieder so ein. Also Stim-Dinger gibt's hier nicht, ne? Nee. Ich bräuchte mal wieder so eine. Scheiße, ich brauch so eine Aufladestation. Sonst bin ich gleich Toast. Ah, hier sind wir, okay. Wie schön die Chinesen. Die Chinesen das ja Ja gut, das stimmt. Er wird nicht fürs Denken bezahlt, da hast du natürlich recht. Aber What? Da drüben! Schnappt sie euch! Level up! Sehr schön. Kleine Waffen. Hoch auf 5. Was noch? Reparieren? Nee, Wissenschaft? Oder wofür da war das Buch? Da war ein Buch für Wissenschaft. Falschen. Das Ding kann ich mal auf 25, dann kann ich nämlich die Bombe in Dings zünden. Dann bringen wir kleine Waffen noch weiter nach oben. Zack. So. Das wird anders. Raises Speech and Barter. Iron Fist. Intense Training. Full Swing. You will also be able to carry more items in your inventory. Das könnte wäre auch nicht schlecht. Das ist aber. Gunnut. Jo, den nehmen wir. Weil das dürfte, also der Gunnut, ich hoffe mal, wenn meine, nicht meine Dings-Skills ein bisschen verbessern. Das müsste einiges bringen. Ja, man hört leider nicht, was er sagt, wenn er da hinten rumläuft, weil, ja, der Sound halt nicht für, also ich höre es zumindest nicht. Kann sein, dass der Stream, der bricht das ja auf Stereo runter, dass es da dann passt. Aber ich höre von im 7.1 nicht so viel davon. Von dem, was er sagt, weil er meistens irgendwo in dem Bereich rumläuft, wo das Spiel den Sound nicht richtig hinkriegt. Noch mehr Raketen, aber ich habe doch gar keinen Raketenwerfer. Was? Den übernehme ich.
So. Weg ist er. Zack, der ist auch weg. Ah ja, hier stehen. Achso, die Granaten stehen hier einfach so rum. Warum stehen in solchen Spielen eigentlich so Artilleriegranaten und so ein Scheiß? Das steht immer blöd in der Landschaft rum. Hey Bro, hilf mir mal. Ich will jetzt doch nicht mal um die kümmern, bitte da hinten. Ich bin gerade ein bisschen kurz vor tot, ich kann gerade nicht. Ich bin ganz tot. Verdammt. Es war auch ein bisschen trottelig, wie ich da gerade reingerannt bin, aber gut. Oh nö, jetzt muss ich nicht ernsthaft hier wieder anfangen, oder? So. So. Jorty ran. Jorty bum, Jorty bum. Chimärenpanzer. Keine Sorge, die sind total außer Reichweite. Ja, es könnte sein, dass wir in einem Berg sind. Hier kommen Panzer nicht hin. Gang. 2 von 4, dann passt hart nicht. Dead passt auch nicht. Sand passt. So. Was wollen wir machen? Wir wollen die Sperre aufheben, natürlich. Hier ist bestimmt. Habe ich hier noch was vergessen?
Eigentlich nicht. Nur ein toter Kommunist ist ein guter Kommunist. Genau. Nur ein toter Kommunist ist ein guter Kommunist. Er hat schon verstanden, wie die US-Regierung das haben will. Er räumt da oben auf, ja? So, jetzt wollen wir noch mal gucken, dass wir wieder unsere... Kleine Waffen hoch auf 40. Wissenschaft auf 35. Nahkampfwaffen auf 35. Ich glaube, das ist dann ein Level hoch, ne? So. Klatsch. Küssen? Wen willst du küssen? Doch wohl nicht mich, oder? So. Aufgewacht. Benji hat was für euch. Davon habe ich noch auf Lager. Alle Ziele eliminiert. Aufgewacht. Der alte Benji. Komm, der zweite muss ja wohl sitzen. Oh, beide daneben, das gibt's doch nicht. Sich versteckt der Sausack, okay? So. Die Gauss Rifle oder Gauss Rifle, die sieht irgendwie aus wie die so alle Kurbel Ding aus Fallout 4 hier, diese blöde Minuteman Muskete. Ah cool, das geht, okay. Sehr schön. Molly, ich hoffe, du wirst dieses Band irgendwie bekommen. Aha. Ich habe nicht viel Zeit, aber aha, du musst erfahren, was mit mir passiert ist. Die frühen Berichte waren kein Quatsch. Die Chinesen sind hier. Das heißt, sie fallen in großen Zahlen in Anchorage ein. Genau in diesem Moment. Jetzt geht's ums Eingemachte. Dagegen war Pearl Harbor eine kleine Schießübung. Ich habe noch nie so viele Kriegsschiffe auf einem Haufen gesehen. Sergeant Lowry hat dem Zug befohlen, sich in 15 Minuten in der Messe zu versammeln. Wir sollen uns auf den Klippen verschanzen und den Vormarsch der Chinesen bremsen, bis das Zivilpersonal herausgeschleust werden kann. Danach halten wir die Linie möglichst lange. Ich habe mit Durney, Cielo und Dallas gesprochen.
Wir sind uns einig, dass wir uns nicht ergeben dürfen. Ich habe es dir nie gesagt. Genau. Aber es war diese Nacht in Cleveland, auf dem Riesenrad, in der ich mich in dich verliebt habe. Ah, wie romantisch. Er hat sich verliebt. Private Henry Hodges meldet sich ab. Oh, ist das süß. Er hat sich verliebt. Ja. Der private Henry Hodges hat sich verliebt. Ist das nicht süß? Ja. So, was haben wir hier noch? So, Holoband überrannt. Es tut mir leid. Es tut mir furchtbar leid. Ich kann das nicht tun. Ich habe solche Angst, Molly. Ich will nicht sterben. Ja, ist okay. Das Gejaule wollen wir uns jetzt nicht anhören. Ist das ja unsichtbare Chinesen? Ich geh mal besser. So. Ab geht's. Da unten ist die Front. Mit diesem aufgemacht. Der alte Gigant. Worauf sollen diese Geschütze schießen? Da hinten ist nichts. Oh Mann! Sag mal!
So, dann nach da oben. Drin? Nein. Hier ist ein kleines Geschenk von Ank. Geht's aber los? Handgranate für den chinesischen Heckenschützen, bitteschön. Noch eine. Und noch eine dritte hinterher. So. Report to General Chase. Ja, wo ist denn das US Field Headquarters? So, die chinesische Artillerie werden wir los. Dann auf zu General Chase. Mal sehen, was General Chase so sagt. Wir werden da jetzt hin teleportiert. Man bemerke, es ist eine Simulation, da geht das. Ja, lass uns mal überraschen. Das Video war jetzt ein bisschen länger, weil die Mission ließ sich gut in einem durchspielen. Das ist ja auch relativ flott alles. Da dachte ich mir, da machen wir mal 45 Minuten wieder von. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen länger war. Schaut gerne wieder rein. Lasst gerne einen Kommentar da. Lasst gerne ein Abo da, wenn es euch gefallen und ihr nichts verpassen wollt. Lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Folgt mir auch gerne auf Twitch. Ich streame ja auch viele andere Dinger. Ist unten verlinkt. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei General Chase im US Field Headquarters.